Einen wunderschönen guten Tag und damit hallo und herzlich willkommen im Szenario S1607 von Mammendorf nach München-Hackerbrücke. Und damit herzlich willkommen gleichzeitig in Transimworld 3. Wir sind heute unterwegs mit der S-Bahn München, besser gesagt mit der Baureihe 423 und dürfen zu guter Anfang unsere Fahrgäste einsteigen lassen, die Zugzielanzeigen einstellen und natürlich die drei weißen Spitzenlichter aktivieren. Ja, wir setzen uns direkt in den Triebwagen hinein, stecken mal den Schlüssel ein, verlegen den Fahrtrichtungswender in die Vorwärtsstellung und dann gucken wir mal ganz kurz, wie wir erst einmal die Türen geöffnet bekommen, und zwar mit Freigabe in Fahrtrichtung rechts. Dann sollten sich die Türen öffnen. Genau. Dann machen wir uns dran, dass wir die richtige Spitzenbeleuchtung einstellen. Dazu schalten wir mal das normale Licht ein und die, na gut, Führerraumbeleuchtung und Fahrgastraumbeleuchtung brauchen wir auch sowieso. Und jetzt ist die Frage, ob vorne schon genau die drei weißen Spitzenlichter leuchten. Ja, das passt. Und hinten am Zugschluss bitte zwei rote Rücklichter. Und dann sind wir auch da eigentlich fertig. Genau. So, in Mammendorf. Ja, starten wir heute. Dann geht's für uns einmal bis München-Hackerbrücke. Also ganz in den Hauptbahnhof werden wir nicht reinfahren, aber das Bahnhofsvorfeld werden wir sehen. Und, guck mal, da haben die sogar extra oben in die Zugzielanzeige München-Hackerbrücke reingeschrieben. Sehr schön. Ja, dann haben wir heute mal eine Art Sonderfahrt. Und genau das versuchen wir jetzt auch mal im Fahrgastinformationssystem, kurz FIS, einzutragen. Route eingeben, wir möchten gerne, das müssen wir eigentlich durchblättern, oder? Ja gut, Zug 1 noch auswählen und dann, ja, müssen wir uns irgendwas raussuchen jetzt, was passt. Grafing Bahnhof, München Ost, ach komm, mach mal 6 in Richtung Hauptbahnhof einfach mal. Oder wobei, wir sind ja, das passt eigentlich nicht so richtig. Ach komm, mach mal S3 Hauptbahnhof. Lassen wir jetzt einfach so. So, übernehmen. Und dann kann es eigentlich schon losgehen, ne? PZB sollten wir noch einschalten. Störschalter müsste ja hier drüben sein. Dann ist darüber wahrscheinlich auch die. Ach so. Ach gut, wir müssen den Störschalter, ja logisch. Den Störschalter auf Ausschalten. Das ist immer so ein bisschen Umdenken kurz. Dann Batterie ist an. Batteriespannung ist da. Genau, die Systeme sind ja auch eh schon hochgefahren. Stromnummer ist gehoben. Hauptschalter ist eingeschaltet. S3 Richtung Hauptbahnhof, dann würde ich sagen, machen wir die Türen mal zu. Genau, Türen schließen sich und dann kann es losgehen. Ja, übrigens nicht wundern, der Kreis hier in der Mitte, den kann man schon zum Türen schließen nehmen, aber das ist ehrlich gesagt das Zwangsschließen und das wollen wir nach Möglichkeit nicht benutzen, weil dann eben die Türblockiersysteme überbrückt werden. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja hier keinen einquetschen oder in der Tür hängen haben. Genau, dann fahren wir erstmal mit 80 hier aus dem Bahnhof raus. Und nächster Halt ist dann Malching in Oberbayern am Bahnsteig Nummer 3. So, ich glaube, das ist sogar unsere erste Runde 423 heute in Transimworld. Beziehungsweise auch in Transimworld 3. Und da gucken wir mal, wie sich das Fahrzeug so verhält. Ich habe noch keine Ahnung, ob das Fahrzeug gut bremst, ob es sich schlecht bremst, wie das überhaupt von der Ansteuerung ist, also ob das Fahrzeug angenehm zu fahren ist. Aber bisher macht es einen sehr angenehmen Eindruck erstmal. Aber wer weiß, der erste Schein mag vielleicht trügen. So, und dann auf 120. Wunderbar. Ja, die Zuglänge ist heute nicht allzu lang. Ich glaube, wir haben jetzt über 60 Meter irgendwas. Also nicht wirklich von der Länge her ja, so bedenklich, dass wir da irgendwie lange Bahnsteigsabschnitte nutzen müssten. So, wir haben noch 2 Kilometer bis nach Malching. Ich muss immer ein bisschen gucken, wo die Haltepunkte sind. Oder Bahnhöfe. Ich meine, gut, Pasing und so weiter, München-Hackerbrücke. Ja, das kenne ich. Aber hier eben noch auf dem Streckenabschnitt zwischen Pasing und Augsburg, da weiß ich jetzt nicht, wo genau welcher Haltepunkt liegt. Das gestaltet sich dann einfacher, wenn man wirklich tagtäglich auf dieser Strecke unterwegs ist und auch die Haltepunkte ja schon auswendig kennt. Und vor allem auch die Bremseinsatzpunkte. Das ist ja immer so das, was beim S-Bahnfahren
oder Regionalzug fahren halt so von Bedeutung ist. Das einfache Anhalten an den Haltepunkten, das kann nach Ebola-Fahrplan in der Regel eigentlich jeder. Aber du siehst ja im Fahrplan leider nicht, wie das Streckenverhältnis ist. Also ob sich dort irgendwie die... Oh, jetzt müssen wir ordentlich reinramsen. Oh, das wird knapp. Da ziehe ich durch. Oh, das wird nichts, oder? Doch. Doch, 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 das passt. Ja, genau. Und so sollte das dann natürlich sein, dass man auch wirklich schön am Bahnsteigende zum Stehen kommt. Punkt genau für die Türchen. Genau, das ist dann, ja, ideal gebremst, würde ich mal sagen. Nein, ist natürlich nicht so geplant gewesen. Wie gesagt, ich kannte das Verhältnis oder das Bremsvermögen von dem Zug noch nicht. Und ich hätte mich da wirklich langsamer rantasten sollen. Erstmal ganz kurz aus der Schnellbremsung hier rausgehen. Dass wir... Achso, der hat scheinbar auch... Ja, der hat auch gar nicht irgendwie voll entlüftet. Ah, da scheint jetzt sowieso eine Haltebremse mit drin zu sein. Ich bleibe aber trotzdem mal so in den ersten Bremsstellungen drin. So, dann können wir die Türchen zumachen. Und dann geht's weiter. Ja, cool. Perfekt angehalten, würde ich sagen, ne? So, dann machen wir uns mal wieder los. Und Leistung auf. Die S3 in Richtung Hauptbahnhof. Heute als Express-Service. Bitte halten Sie sich fest. Sowohl beim Beschleunigen als auch Abbremsen könnte es etwas holprig werden. Und das war Meiching. Ja, man muss dann halt auch den Punkt kennen, ab dem man sagt, hey, jetzt ist mir das viel zu brenzlig. Jetzt ziehe ich durch und genau der Punkt war eben gerade erreicht, wo ich dann gesagt habe, hey, gehen wir doch mal lieber in SB. Also Schnellbremsung. So, dann kommen hier 80 erwarten. Ich bin auch gespannt, wie die PZB umgesetzt ist bei dem Fahrzeug. Ob das realistisch ist oder ob das, naja, fernab der Realität ist. Na komm. 85, so. Ich lasse den Wagen mal leicht eingebremst hier. Dass wir die 80 auch genau haben, wenn das Signal dann vor uns steht. Jetzt haben wir halt auch den Vorteil, ne? Wir fahren mit 80 ein. Und dadurch ist das, naja, Potenzial, sich zu verbremsen, natürlich wesentlich kleiner. Der Bahnsteig kommt auch erst da hinten. Also wir haben noch wirklich eine gute Länge. Ich denke mal, so 1000 Meter dürften das schon sein, als regulärer Abstand von den Signalen. Genau, dann geht es noch einmal nach drüben. Weil da kommt auch schon die andere S-Bahn, genau. Das ist nämlich auch so vom, ja gut, das zeigen wir gleich mal, wenn wir stehen. Von der Bahnhofskonstruktion hier ein bisschen fragwürdig, wie ich meinen würde. Weil die S-Bahn, die jetzt hier drüben am Bahnsteig steht und die jetzt losfährt, die kann immer erst dann losfahren, wenn wir entweder eingefahren sind oder wenn wir so viel Verspätung haben, dass der Zug problemlos die Trasse queren kann. Weil die Einfahrstraßen in den Bahnhof einfach so ungünstig oder suboptimal gewählt sind. Also mit einer Weichenanpassung bzw. einer Fahrwegskonfiguration könnte man, nehme ich jetzt mal an, ich kenne den Fahrplan hier nicht, ich kenne die Taktung nicht etc., aber dann könnte man hier in Maisach doch, ja, eine gutere Frequentierung der Strecke, meine ich, erreichen. So, und das passt wunderbar. Können wir so stehen bleiben. Wir müssen nicht genau in der Haartafel stehen. So, würde ich sagen, in Fahrtrichtung links die Türchen einmal freigeben. Die Fahrgäste dürfen rein- und raushüpfen. Und wir gucken mal ganz kurz runter zu der besagten Weiche. Weil, ne, wir nehmen jetzt einfach mal an, wir sind jetzt hier der Zug. Und wir fahren auf dem Gleis geradeaus. Wir wollen also aus dem Bahnhof rausfahren und möchten einfach nur wieder bei uns auf der Strecke in das Regelgleis einfahren, um dann ja, sagen zu können, hey hier, ich möchte einfach weiterfahren. So, und dann kommt jetzt von hier drüben das andere Gleis, was zum anderen Bahnsteig führt, was aber hier vorne über eine, naja, Engstelle führt, wo man zwangsläufig das
Naja, ein laufende Gleis von der freien Strecke, das auf der Strecke als Gegengleis bezeichnete Gleis, queren muss und man dann erst hier drüben in das eigentliche, ja, Fahrtrichtungshauptgleis wieder hineinkommt. Also das richtige Streckengleis. Ne? Weil jedes Mal, wenn wir von hier drüben kommen, ja, muss man das Signal hier auf Halt stellen. Das heißt, entweder stehen wir hier oder der Gegenzug, der gerade angefahren kommt, steht da vorne, weil er eben irgendwie diese Weichenstraße hier passieren muss. Und wenn man da eben das Gleis hier draußen drumherum liegen würde, legen würde, mit der entsprechenden, ja, Kurve, die ich jetzt hier ganz kurz gezeigt habe, mit der Maus, dann wäre das natürlich wesentlich angenehmer. Aber ich weiß nicht, vielleicht hat es auch irgendwelche Gründe, dass man die Weichen da so gelegt hat, oder vielleicht hat man die auch einfach nur nie umgebaut, etc. Vielleicht konnte man es nicht anders trassieren. Da gibt es ja wirklich hunderte Möglichkeiten, dass da vielleicht irgendwie meinetwegen ein komplizierter Untergrund ist, dass da irgendwelche Leitungen verlegt sind, dass da vielleicht, weiß Gott was, irgendwelche Gewölbe unten drunter sind an der anderen Stelle, wo man die Gleise vielleicht nicht langlegen kann, weil das der Streckenbereich daneben jemand anderem gewidmet ist, vielleicht gar nicht für die Eisenbahn oder irgendetwas. Also da gibt es so viele Gründe, die da mit reinspielen. 80 waren gesagt, Kumpel. So. Ja, da gibt es wirklich hunderte Möglichkeiten. Na gut, jetzt können wir die 120 auch fahren. Jetzt sind wir aus dem Weichenbereich vom Bahnhof raus und da gibt es kein Problem dann. Genau, also da gibt es so viele Möglichkeiten, warum das nicht klappt. Vielleicht ist es auch ein finanzieller Punkt, dass eben das Umbauen von so Weichen einfach zu kostenintensiv sein würde und es aber jetzt gar kein so großes Nadelöhr für die Strecke ist, wie ich das jetzt mir gedacht habe. Vielleicht kommt das auch so selten vor, dass die Züge dort an dem Bahnsteig ausgerechnet anhalten und in der Regel sowieso die Züge, ja, einen anderen Fahrtweg benutzen. Das kann ja alles sein. So, kurz per Lichthupe begrüßt. Und dann bremsen wir dieses Mal etwas eher rein. So, nehmen wir jetzt hier mal den regulären Vorsignalabstand. Ich nehme mal an, dass das Hauptsignal Ende Bahnsteig steht. Weil das ist ja auch so viel, was da an Bürokratie zusammenkommt, wenn man eben eine Strecke umbauen möchte. Man muss sich da hinsetzen mit einem Planer. Der muss gucken, wie kann man das realisieren. Dann wird das ja teilweise sogar dreidimensional ausmodelliert. Also man kommt dann mit einer, ja, entweder mit einem Scanner daher, scannt bestimmte Sachen von der Umgebung dort ein, guckt, ob das lag. Oh, jetzt mal ein bisschen schnell. Ach so, gut, der Anhaltepunkt ist noch etwas früh gesetzt. Dann gucken die halt, ob das mit der Lage überhaupt hinhaut. Dann Kostenvoranschlag, welche Firmen wären involviert für so eine Baumaßnahme. Das ist ja so viel. Das ist auch alles andere als vollständig, was ich hier aufgezählt habe. Da gibt es so viele Sachen noch, Planrechtsverfahren und, weil das ja auch gravierende Eingriffe sind in die Infrastruktur. Also das kann man sich wahrscheinlich auch gar nicht jetzt einfach so innerhalb von 5 oder 6 Minuten daherziehen. Weil ich habe jetzt hier auch kein Skript oder irgendwas vor mir liegen, wo ich das alles ausgearbeitet habe. Das ist ja hier einfach eine Fahrt, die ad hoc geschieht. Ohne Streckenkunde. Ja gut, doch, Streckenkunde sind wir, aber ich weiß eben nicht, wo jeder einzelne Bahnhof ist oder jeder Haltepunkt. Und ich habe auch kein Skript dazu, wie man irgendwie, ja, Infrastruktur an der Stelle, ja, genau durchplant. Der Bereich ist mir zwar nicht ganz unbekannt, aber gibt halt doch immer wieder irgendwelche Feinheiten, die man dazulernt und neu kennenlernt. Aber das wäre ja auch mal was, wenn euch so Planung und Bau von Eisenbahninfrastruktur interessiert, dann könnte man das ja auch mal mit in eine Art Videoserie hineinbringen. Da gibt es auf jeden Fall so viel zu erzählen, wie gerade eben schon so ein bisschen angeteasert, von Planrechtsverfahren über, ja, Arten von Weichen, von Gleisen, Oberbau, feste Fahrbahn, alles Mögliche. Irgendwelche Besonderheiten an Gleisen, Gleisüberhöhungen, da gibt es so viel.
Oberleitung. Also wenn euch das interessiert, schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare hinein. Da gibt es, glaube ich, genug, was ich euch noch berichten, erzählen kann. Aber eben auch nur, wenn daran Interesse besteht. Ansonsten konzentrieren wir uns lieber auf die schönen Fahrzeuge. Da gibt es auch ganz viel auf die Strecken an sich. Und immer mal, wenn was Interessantes kommt und es mir auffällt gerade an der Strecke, dann kann ich es natürlich mit einbringen. Das ist halt auch in der Simulation immer so ein bisschen schwierig, weil, das ist auch kein Problem, aber die Simulation ist halt meistens nicht so... Ah, komm. Wieso nimmt der jetzt die E-Bremskraft raus? Ja, jetzt haben wir es doch geschafft mit Verbremsen. Da fliegt die E-Bremskraft raus. Okay, ich gebe jetzt mal... erste Tür absperren oder sowas gibt es hier wahrscheinlich nicht, ne? Wir machen das jetzt ganz kurz so. Machen eine Ansage, dass hier normalerweise keiner durch darf. Ja, ich stelle mich hier hin. Hier steigt keiner aus. So, alle anderen sind raus bzw. rein. Und dann machen wir da weiter. Ich muss mich da einfach vorsichtiger rantasten. Achso, nein, noch nicht. Ja, da war ich zu schnell. Laut Simulator sind die Fahrgäste noch nicht ausgestiegen und auch nicht eingestiegen. Auch wenn da jetzt wahrscheinlich kaum einer irgendwie da hinten noch rein oder rausgehen wird. Okay, niemand. Ja, das ist dann Logik-Spiel und Logik-Realität. So, Türen sind zu und weiter geht's. Ja, was ich sagen wollte, dass eben das Gleis in so einer Simulation in der Regel einfach halt nur ein, ich sag mal, hintereinander gekopiertes Segment ist, also meinetwegen so eine Länge von 5 oder 10 Schwellen, die man da modelliert hat und die reiht man dann ja im Simulator immer wieder hintereinander dran. Und in echt ist das eben nicht so, da hat man in der Infrastruktur unterschiedlichste Sachen von Zwangsschienen, Überführungsschienen bis hin zu besonderen Spannklemmen, andere Bauarten von Gleisrosten und so weiter, über Schwellenbauformen, über andere Schwellen an Weichen zum Beispiel, Breitschwellen, dünne Schwellen, alles mögliche. Holzschwellen, Betonschwellen, Kunststoffschwellen, Y-Stahlschwelle, alles mögliche. Normale Stahlschwelle, also kann man lange so weitermachen. Ne? Aber in der Simulation ist es halt meistens, das wird nichts. So, wir gehen nicht in SB. Nee, erste Tür. Erste Tür wird's bestimmt. Schon wieder. Nicht nur die erste Tür, erster Wagen. Erster Wagen. Och, Menno. Das hat doch so gut angefangen. So, Türchen auf einfach. Wir lassen sie einfach rein und raushüpfen. Genau, Thema Signale ist natürlich auch immer interessant. Können wir uns auch angucken. Also es gibt eigentlich auch so viel, ne? Das lässt wirklich nicht nach. So, hier drüben wechseln wir mal ganz kurz aufs Grundbild. Dann sehen wir auch, was unser Zug macht während der Fahrt. Und laut Fahrplan... Na gut, so richtige Zeiten eingetragen haben wir scheinbar auch nicht. Ja, wir haben auf jeden Fall noch ein paar Haltepunkte, an denen wir das Bremsen üben können, ne? Gröbenzell, München-Lochhausen, Langwied, Pasing. Genau, dann geht es ja gar nicht mehr so weit. Leim-Hirschgarten kommt noch, Donnersberger Brücke. Und dann kommt auch schon die Hackerbrücke. Ah, wieso gehst du nicht nach vorne, lieber Fahrschalter? Jetzt. Wir müssen jetzt ein bisschen was davon wieder reinfahren,
was wir gerade beim Bahnhof angucken, an Zeit rausfliegen haben lassen. Und vor allem gucken wir jetzt, wo die Haltepunkte kommen. 3,2 Kilometer. Das ist einiges an Platz. Genug Raum zum Beschleunigen. Genau, Gröbenzell. Das passt. Ach, der Sand ist gar nicht rausgegangen. Ach, okay, den kann man nicht mit S wieder deaktivieren. Der ist also seit der ersten Schnellbremsung, die ich gemacht hatte, drinne. Ich habe mich schon gewundert, was hier die ganze Zeit so rauscht. Ich dachte, der Zug lässt doch nicht die ganze Zeit Luft ab oder so. Und dann, ja klar, das ist der Sand gewesen, der nicht zurückgegangen ist. Das ist auch wieder so eine Sache, das vergisst du in echt nicht, weil du dann entweder die Hand am Sande hast oder, ja, das einfach sowieso von selbst wieder zurückschnippt. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass es hier Dauersanden ist, aber okay. So, eine Haltepunkttafel. Das heißt noch 1,2 Kilometer bis zum Haltepunkt. So, wir geben nochmal ganz kurz Stoff und dann zack, gehen wir ins Bremsen über. So, wir sind in VB. Und das passt wunderbar. Da können wir sogar nochmal auslösen. So langsam wollen wir dann da doch nicht reinfliegen in den Bahnhof. Wobei, es war eine Haltepunkttafel da, also es muss ein Haltepunkt sein, ja. Und da kommt ein Hamsterbäckchen. Jetzt halten wir komischerweise wieder ganz vorne, ne? Dann nehmen wir uns hier die vordere Haartafel. Okay. So, perfekt. In Fahrtrichtung links die Türen freigeben. Können wir hier schon ein bisschen von der Bremse wieder auslösen. Aber das reguliert er hier auch gar nicht nach. Okay. Die Fahrplanleuchte hier vorne ein bisschen einstellen. Wir dimmen das Ganze ein bisschen ab. Ich glaube, so ist es am angenehmsten eigentlich. Können wir mal ganz kurz raus auf den Bahnsteig. Haben wir sowieso noch ein paar Sekündchen Zeit. Guten Tag. So, du möchtest nicht mitfahren. Schade, dann bleibst du eben draußen. Und dann machen wir die Türen zu. Passt super, Türen verriegeln. Ja, so ein, zwei Sekunden eher kann man das schon machen, solange wie die Grünschleife noch nicht geschlossen ist. Oh, da kommt schon der nächste Zug. Auch wieder mit Nicht-Einsteigen an der Zugzielanzeige dran. Entweder schlummern die Kollegen heute alle, was das FIS-System angeht, oder die wollen alle keine Fahrgäste haben und deswegen müssen wir die alle mitnehmen. Da gibt es die zwei Optionen. Ich nehme einfach mal an, dass man das vielleicht noch nicht einstellen kann, wenn man eigene Szenarien zusammenbaut. Und übrigens auch das Szenario findet ihr wieder im DTG Live Store. Also im Creators Hub. Die entsprechende Szenariobezeichnung war ja am Anfang extra wieder eingeblendet. Für diejenigen, die es eben nachfahren möchten. Bis jetzt macht das auf jeden Fall richtig viel Spaß. Der KI-Verkehr schaut auch gut aus. Bei dem 612er weiß ich tatsächlich nicht, wie oft der hier lang fährt oder ob der überhaupt auf der Relation unterwegs ist. Mir ist bekannt, dass wohl in Augsburg auch 612er fahren. Aber inwiefern oder welchen Fahrweg die da einschlagen, das weiß ich nicht. Ich habe aber so eine Vermutung und wahrscheinlich oder anders, diese Vermutung führt den Zug von Augsburg in Richtung Kempten runter. Weil wer vielleicht hier ortsansässig ist oder allgemein auch die Strecke sehr gut kennt, der kann gerne mal unten in die Kommentare hineinschreiben,
ob und wo lang denn der 612er hier im Umkreis fährt. So, das ist wieder so ein semi-fiktives Signalbild. Klar, KS1, das gibt's, aber KS1 mit ja, verkürztem Bremsweg kenne ich so nicht. Also jedenfalls nicht ohne ZS3V. Mit ZS3V, keine Frage, macht das Ganze Sinn. Aber Fahrt mit verkürztem Bremsweg zu signalisieren, nee, sorry. Ist jetzt zwar für mich schön, weil ich weiß, dass das dann kein Regelbremsweg ist bis zum Ende des Bahnsteigs, wo ja wahrscheinlich das Signal stehen wird. Ja, und hier sollen wir wieder die erste Haartafel nehmen. Okay. Einmal Kurzzug, bitte. Na, dann kriegen Sie Kurzzug. So. Und Türen entriegeln in Fahrtrichtung links, bitte. Genau, wir sind in Lochhausen. Und von Lochhausen nach Pasing ist es nicht mehr so weit. Da kommt dann unser erster richtiger großer Bahnhof. So, lösen wir hier wieder ein Stückchen aus. Wir sind auch echt lange keine S-Bahn mehr gefahren, fällt mir auf, ne? Ich meine, das letzte Mal... Ja doch, ich glaube, das letzte Mal war wieder im Frankfurter Raum. Das könnten wir eigentlich auch mal wieder machen. Eine Tour Frankfurt, Friedberg ist schon lange her. Und da quietscht sie los. Ich finde das immer beim Anfang so schön, dieses Geräusch, wenn sich das Fahrzeug gerade so in Bewegung setzt, die Bremsen so auslösen und dann so dieses kommt. Einfach schön. Und ab geht die Post. So, dann haben wir bis nach Langwied 2,2 Kilometer. Das heißt für uns einmal kurz hochbeschleunigen auf 120. Dann geht es mit der Zugkraft gleich wieder zurück. Wir gehen fast dynamisch ins Bremsen über und können den Zug dann hoffentlich punktgenau zum Stillstand bringen. Sehr schön entgegenkommt uns der Weltrekord-Taurus der österreichischen Bundesbahnen und hinten dran ja, Schüttgutwagen oder so Schwerkraftentladewagen vom Typ FHL. Und dann, ja, was die Unterbauweise ist oder Unterbauart, weiß ich nicht aus dem Kopf oder sehe ich zumindest den Wagen jetzt nicht direkt an, aber ich tippe mal auf FHL-NS. Und auch da gibt es hier wieder unterschiedliche Bauarten. Jetzt habe ich etwas sehr zögerlich reingebremst, aber lieber etwas zu viel reingebremst als zu wenig, weil man sieht, was sonst passieren kann. Zack. Na? Achso, der Tausender kommt hier scheinbar nicht. Dann gucken wir gleich mal ganz kurz, womit das eventuell zusammenhängt. So, ein Kollege im ICE kommt vorbeigezischt. Und dann noch einmal reinbremsen, bitte. Wieder so eine Sache, wieso soll ich hier vorne anhalten mit einem Kurzzug? Ach komm, wir fahren das vor. Ich lasse doch jetzt die Fahrgäste unnötig weit bis nach da hinten laufen. Nur weil eben hier vorne die Haartafel steht. Also sorry, aber... Naja. Achso, wieso gucke ich denn links hin? Rechts ist die Türfreigabe. Ja, das war jetzt einfach intuitiv, weil der Bahnsteig links ist. Da dachte ich, hey, gut. Lassen wir sie, oder gucken wir mal nach links und suchen da die Türfreigabe, aber nein, die ist natürlich nicht da anzutreffen. So, wieso können wir denn jetzt hier mit der frei beweglichen Kamera wieder nur an so einer komischen Stelle spawnen? Naja. Also ich finde, das Fahrzeug hat auch so einen gewissen Niedlichkeitsfaktor.
Irgendwie erinnert mich das an so eine Biene. Ich weiß nicht warum, aber wahrscheinlich so wegen diesen ja, großen Leuchten vorne dran. So ein bisschen an die Augen von irgendeinem Tier. Genau, und ich wollte noch ganz kurz das Vorsignal sehen. War das hier eigentlich oder? Nee, das war noch weiter hinten. So, wir schauen das mit dem Zusteigevorgang aus. Okay, wir können die Türen schon mal verriegeln. Machen wir ganz kurz aus der Ferne. Ach, ich sehe jetzt gerade irgendwie das Signal nicht. Wir springen direkt ins Fahrzeug vorne rein und machen mal weiter. Weil da eben kein Tausender kam, kann es sein, dass entweder dort der 1000-Hertz-Magnet geschwindigkeitsabhängig eingeschaltet wird, was eben auch wieder über eine Art Geschwindigkeitsprüfabschnitt realisiert werden würde. Oder bei dieser Form hier, wo der Gleismagnet daueraktiv ist, einfach weil hier eine 11-6-Tafel mit der Kennziffer 9 ist. Also hier muss eine 1000-Hertz-Beeinflussung kommen. Wenn keine kommt, ja, dann ist es ein Simulationsfehler. Also klar, jetzt dürften wir eigentlich nur auf maximal 80 beschleunigen, beziehungsweise 85, weil das eben die Prüfgeschwindigkeit ist von der PZB. Aber da jetzt hier die PZB nicht wirksam zu sein scheint, können wir einfach auf 90 gehen. Und hier auch nochmal am Vorsignal-Nachahmer. Signalwiederholer, Vorsignalwiederholer. Dann gibt es jetzt hier eine 60, gut. Da sollte jetzt aber mal ein Tausender kommen. Okay. Ja, auf die 60 gehen wir dann runter, wenn wir das Hauptsignal sehen. Und mir ist auch gerade noch aufgefallen, der Vorsignalwiederholer war gerade eben gar nicht mit einem Kennlicht versehen. Das hier sind auch nochmal Wiederholer. Alles in Ordnung. Aber auch hier fehlt eigentlich ein ZS3V, ne? So, da vorne kommt es nochmal mit ZS3V. Gut, jetzt haben wir die 60 eh schon drauf. Aber ich meine, ein Signal hängt in echt noch ein ZS3V mit dran. Na gut. So, Weiterfahrt mit Was ist denn das? Ja gut, nach Parsing dann halt. So, wir lassen den Zug ruhig auf 60 Wien beschleunigen, das ist kein Problem. Aber wir bleiben natürlich in Parsing stehen. Also wäre zufällig, wobei den Fahrweg bin ich nach Parsing noch nicht reingefahren. Sonst hätte ich gesagt, gleicht das mal schnell einer ab mit den Führerstandsmitfahrten von der Strecke, die ich hochgeladen hatte. Vielleicht hat die ja auch zufällig gerade einer im Vorvideo gesehen. Dann hätte das nämlich optimal gepasst und man hätte einfach nachprüfen können, hier ist an dem Signal wirklich ein echter ZS3V mit unten dran oder irgendeine Zusatzanzeige überhaupt. Aber wir sind bisher nur auf den Fernbahngleisen unterwegs gewesen. Für den Rest gibt es da keine Führerstandsmitfahrten. Oder vielleicht hat auch ein Kollege das schon irgendwann mal mit aufgenommen und hochgeladen. Das kann ja auch sein. Ja, gerade bei München, ja. Da gibt es bestimmt noch was. So, wir halten jetzt komischerweise wieder an der Haartafel für den Langzug an. Und dann in Fahrtrichtung rechts freigeben. Also ich weiß nicht, wer hier mit dem Langzug, oder beziehungsweise wer hier überhaupt nach der Haltetafel für einen Langzug fahren würde bei einem Kurzzug. Weil wieso sollte ich bis hier vorfahren, also wirklich bis Ende Bahnsteig, wenn die Fahrgäste, ich sag mal, maximal hier aussteigen, dann hier runtergehen können oder eben dann teilweise bis hier hinterlaufen müssen zur Rolltreppe, wo wahrscheinlich eben eigentlich ein Großteil der Person dann wieder runtergeht, respektive halt hier drüben die Treppe nimmt, ne? Finde ich so ein bisschen fragwürdig. Aber okay. So, was sagt denn unser Fahrplan? Der sagt Türen schließen. So, da macht es hier blink, blink, blink. Ah, jetzt kommen wir nicht mehr mit rein. Tschack. Dann sind die Türchen grün.
Zack, zack, zack. Und ab geht die Post. Ausfahrt mit 100. Auch hier wieder, was das Kennlicht da soll. Keine Ahnung. So, eigentlich dürfte in der PZB nichts aktiv sein. Ich drücke aber trotzdem mal frei. Genau, also die 100er Ankündigung, die war natürlich richtig davor. Weil hier dann eben die 100 folgen. Dann sogar 120, okay. Passt auch. Sogar perfekt mit dem Ausfahrsignal hier. Links leuchtet da schon wieder das weiße Zusatzlämpchen. Oh, da gibt es sogar LZB. Sehr schön. 1 Kilometer, dann geht es runter auf 100. So. Zugkraft nehmen wir raus. Der Berg macht hier schon den Rest. Dann haben wir 750 Meter laut LZB zum Reinbremsen. Ja, da steuere ich jetzt nicht nochmal nach. Die 100 passen gerade wirklich perfekt. So, aber bedenken, es geht hier vorne den Berg runter und dort vorne müssen wir dann auch nochmal anhalten. In Leim. Als nächstes 90 als Vorankündigung von der LZB schon mal. Genau, Berg am Leim. So, und jetzt Haltepunkt. Also, wieder dran denken. Wir sollten uns etwas mäßigen, was die Geschwindigkeit angeht. Und dann bleiben wir hier schön bündig an der Harthafel bitte stehen. Jetzt ist es wieder eine andere. Oder gibt es diesen? Nee, diesmal gibt es gar keine. Ja doch, ganz vorne, aber diesmal dürfen wir woanders anhalten. Okay. So, also bündig an der Haltemarkierung. Sagen wir es mal so. In Fahrtrichtung links Türen freigeben. Sind wir in Leim. Genau, vielleicht ganz kurz. Hier vorne finden wir unsere Tankklappe. Nein, natürlich nicht. Wir sehen auch hier unten das Symbol. Das ist ein Symbol für den Bremssand oder die Sandeinrichtung vom Fahrzeug. Da wird der Sand eingefüllt. Diese Einfüllstutzen oder diese Einfülllöcher finden wir eigentlich am ganzen Fahrzeug verteilt. In dem Fall haben wir jetzt hier unten den nächsten Sandkasten. Der ist allerdings anders verkleidet eben. Und na gut, hier wird wieder vorne einer dran sein, genau. Also hier unten sind halt die Sandbehälter, wo man auch die entsprechenden Schaugläser mit dran hat, um zu sehen, ja, Sandkasten voll oder Sandkasten leer. Je nachdem, ob sich das Spielkind dann da freuen darf und das mit Sand fahren darf oder nicht. Nein, der ist natürlich nicht zum Spielen da, sondern eben dazu, um die Reibung zwischen Rad und Schiene zu erhöhen. Insbesondere dann, wenn eben das Fahrzeug im Winter bei schlechten Witterungsbedingungen durch Eis und Schnee fahren muss, um entweder das Fahrzeug beim Anfahren zu unterstützen, damit man von der Stelle kommt, um besser bremsen zu können. Außerdem bei Schnell- und Notbremsungen schmeißt man auch gerne Sand raus, also vor die Schienen. Oder anders auf die Schienen, vor die Räder. So ist es korrekt. Wo man nicht sandet, ganz klar hier im weichen Bereich. Besonders bei niedrigen Geschwindigkeiten. Da sollte man das unterlassen. Damit man eben nicht die gesamte Mechanik der Weiche irgendwie mit Sand zustreut. Das ist sowieso immer ein Problem für die Instandhaltung. Gerade beim Weichenschmieren etc. Da fällt das halt auf, dass da eben doch mal irgendwie Schmutz Dreck hinein mit Gerät und das soll ja auch nicht unnötig die Weiche verkleben mit Schmutzzusätzen und
Naja, wenn sich da eben doch Schmutz reinsetzt, dann kommt es eben zu solchen Problemen wie Weichenstörungen, weil dann eben zum Beispiel Weichenzungen nicht mehr richtig bewegt werden können, weil die Stellmotoren das irgendwie nicht von der Kraft schaffen und jetzt müssen wir ordentlich reinbremsen und auch mit Sand. Also im Bahnsteig bleiben wir stehen, aber nicht an der Haltemarkierung. Oder? Ah, wieder zu weit, wieder zu weit. Schade. Normalerweise müssten wir jetzt eigentlich immer schön zurücksetzen, das Ganze auch mit Befehl machen, damit man es lernt. Damit man eben nicht so mit so einer hohen Geschwindigkeit auf die Bahnsteige drauf zupeitscht. Aber ich gebe es zu, ich habe mich hier verplappert und habe eigentlich wenig darauf geachtet, wo wir gerade sind. So, und dann können wir... Ja, mit dem Schließen warten wir mal noch ganz kurz einen Moment. Also mindestens beim Dreiviertelkreis würde ich... Ja, jetzt. Mal gucken, ob es hinhaut. Nein, hat nicht hingehauen. So, jetzt machen wir es mit Zwangsschließen ganz kurz. Ja, passt. Nein, passt nicht, weil die Türen noch nicht zu sind. So, da fährt gerade Praktikant S-Bahn. Fahrgäste wundern sich wahrscheinlich. Ach, das geht wieder nicht raus. Nein, nicht ganz zurück. So. Genau, und den Sand schmeißt man eben unter anderem deswegen nicht in die Weichen. Und ja, beim Abbremsen bzw. beim Beschleunigen, da kann man das eben auch gerne machen. Wo man auch nicht reinsandet, und zwar tunlichst nicht, das ist in schleudernde Fahrzeuge oder in schleudernde Räder. Denn dann besteht die Gefahr, dass das Fahrzeug aufklettern kann. Was nichts anderes heißt, als es, ja, als dass das Fahrzeug eben entgleisen könnte oder die Entgleisungswahrscheinlichkeit durch diese sanden innenschleudernde Räder eben unnötig erhöht wird. Und genau das möchte man natürlich auch vermeiden. Deswegen nicht in Weichen reinsanden und nicht in schleudernde Fahrzeuge. Wenn sie gleiten, ist das okay. Also wenn sie über das Gleis rutschen, dann kann man das trotzdem machen. Aber eben nicht in schleudernde Fahrzeuge. Also das heißt, wenn man zu viel Leistung aufgeschaltet hat und man ja einfach dann da reinsandet, während die Räder drehen, dann ist das eben eine ja, unnötige Entgleisungsgefahr und das wollen wir nicht. Also erstens wollen wir keine durchdrehenden Räder haben, keinen Radschlupf, wie man das bezeichnet. Und zweitens wollen wir eben auch keine Züge haben, die gleiten, wo wir allerdings reinsanden dürfen. Und eben andersrum wieder keine Züge haben, bei denen eben überhaupt das Kontaktverhältnis zwischen Rad und Schiene gestört ist. So. Hackerbrücke wäre das hier. Danach kommt die Donnersberger Brücke. Und danach, ja, da kommt unser Schichtende. Denn da sind wir mit unserer Fahrt bereits fertig. So, jetzt dürfen wir die Türchen verriegeln. Ach nein, 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 nein. Zwangsschließen. Ja, will wohl irgendwie nicht so. Okay, jetzt sind sie zu. Mensch, ich muss mir einfach mehr Zeit nehmen und vor allem auch zwischendurch nicht so viel plappern. Das kann man bei einem Güterzug machen, da ist das kein Problem. Da konzentriert man sich aufs Fahren, indem man einfach ja, vorne rausguckt. Da muss man nicht die ganze Zeit überlegen, wie muss ich genau stehen bleiben, wo muss ich genau abbremsen. Da kannst du in der Regel halt einfach fahren. Klar, du solltest auch gucken, wo könnten Geschwindigkeitsprüfabschnitte lauern. Gerade auf die sollte man achten.
Wo ist der Bremsweg mal etwas kürzer? Wo gestaltet es sich vielleicht etwas schwieriger? Was das... Ah, komm, bremsen. Wo gestaltet es sich etwas schwieriger? Was das Anhalten angeht? Ah, was war denn das? Wieder ein dunkles Signal. Ja, dann war das wahrscheinlich halt erwarten, was das Signal signalisieren sollte. Aber es komischerweise nicht gemacht hat. Oh ja, also die Bremskurve von der LZB, die ist aber hier sehr restriktiv. 'Huiuiui, das hätte ich nicht gedacht. Aber wahrscheinlich endet die auch genau da, wo jetzt hier unsere Markierung ist am Bahnsteig. Und gar nicht so ein paar Meter vor dem Hauptsignal, wie das eigentlich ist. Die bremsen wahrscheinlich hier auf das Blockkennzeichen 28. Ja, eigentlich hätten wir sonst hier dann auch den LZB halt überfahren, wenn wir da einfach weitergefahren wären. Deswegen immer so ein bisschen davor stehen bleiben. So, hinten passt das auch. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, sind wir hier an der Hackerbrücke angekommen. Wir übergeben den Zug an einen Lokführer, der ihn weiterfahren wird. Nämlich wahrscheinlich einmal unter der Hackerbrücke hindurch. Hui, und jetzt kommen wir da nicht durch, genau. Und dann geht es hier einmal in den tiefen Untergrund hinein. Einmal in Richtung München Hauptbahnhof tief, wo man dann am S-Bahnsteig rauskommt. Genau, das war's für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, für diese kleine und sportliche Runde bei der Münchner S-Bahn. Eine Runde mit der 423. Das Bremsen müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen üben im S-Bahn-Verkehr. Besonders halt auf dem Fahrzeug hier und auf der Strecke. Aber wenn man da streckenkundig ist und das ein, zwei Mal gemacht hat, dann geht das auf jeden Fall klar. Oder wir setzen uns beim nächsten Mal einen Lotsen mit rein in den Führerstand. Das können wir ja auch machen. Das gibt's ja auch bei der echten Bahn. Genau. Das wär's für heute gewesen. Liken, teilen, abonnieren nicht vergessen und damit allseits eine gute Fahrt und bis zum nächsten Mal.